Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Übergewicht entsteht im Kopf. Essstörungen aus Sicht der Hirnforschung von Professor Achim Peters. Gehalten am 9. Juni 2009 in der Urania in Berlin. Ja, Frau Dr. Rateike, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Sehr verehrte Damen und Herren, Übergewicht entsteht im Kopf. So der Titel. Und zunächst zeige ich Ihnen mal ein paar Zellen. Zellen in unserem Körper, die sind auch alle aktiv jetzt bei Ihnen und insbesondere bei mir, weil ich einen Vortrag halte. Und was sind das für Zellen? Das sind die Zellen, die am meisten Glukose verbrauchen bei uns. Und nicht nur verbrauchen, sondern stets nach Glukose verlangen. Das sind die Zellen, die uns fühlen lassen, mit denen wir denken, mit denen wir unser Verhalten steuern. Das sind die Zellen unserer Großhirnrinde. Und ich zeige Ihnen mal diese wunderschöne Aufnahme, diese farbigen markierten Zellen. Das sind unsere Großhirnzellen, hier alles unterschiedlich. Sieht aus wie Regenbogenfarben und diese Technik, die ist ganz modern, da ist vor kurzem der Nobelpreis für vergeben worden, deshalb haben Sie bestimmt die Bilder noch nicht so oft gesehen. Also im letzten Winter ist der vergeben worden und das ist eine sehr aufwendige Technik. Das ist so zufällig angefärbt und ich... Ist das zu leise noch? So. Und hier sind andere Zellen der Großhirnrinde auch wieder so bunt gefärbt und die Technik heißt Brainbow, wie Brain und Rainbow. Also dieses schöne farbige und den Nobelpreis dafür hat Roger Tsing im letzten Dezember bekommen. Diese Zellen also, hier diese bunten, das sind Nervenzellen unseres Großhirns und die fordern ständig Glukose an. So, und das eigensüchtige Gehirn oder selbstsüchtige Gehirn, von dem Sie gerade gehört haben, das sehen Sie hier. Auf diesem Bild, dieser Mensch, der hat Glukose gespritzt bekommen und die Glukose ist markiert, schwarz markiert und Sie sehen, wo die Glukose hingeht, ins Gehirn, fast alles. Und wenn wir am Tag, also ich esse so ungefähr 200 Gramm Glukose pro Tag und von diesen 200 Gramm gehen insgesamt 130 Gramm ins Gehirn. Und das sieht man hier, ganz klar, scharf abgegrenzt, diese schwarze Markierung. Also daran sehen Sie schon, wie selbstsüchtig das Gehirn ist. Geht die Glukose automatisch da rein? Das ist eigentlich eine sehr ungerechte Sache, ja, wenn man das so sieht. Gerecht ist das ja nicht. So ein bisschen im Muskel, hier so etwas in der Leber und da so viel. Also von Gerechtigkeit kann man da nicht sprechen. Und deshalb nenne ich das Ganze selbstsüchtiges Gehirn. Es nimmt sich halt den größeren Teil. Und so wie Sie hier im Raum sitzen, so etwa 2/3 der zirkulierenden Glukose des Traubenzuckers wird vom Gehirn aufgenommen. Und bei mir ist es mehr. Bei mir etwa 98%. Also meine Muskeln bekommen nichts ab. Das ist immer so. Wenn man Stress hat, dann geht alles ins Gehirn. Das muss ja super gut arbeiten und besonders schnell und präzise. Und deshalb nimmt es sich alles in solchen Situationen. Da fragt man sich, was ist mit dem Muskel? Wenn ich jetzt weglaufen müsste, das wäre überhaupt kein Problem. Der Muskel bekommt dann Fett, freie Fettsäuren. Also der Muskel kriegt das Fett und das Gehirn kriegt die Glukose. So, jetzt möchte ich einmal kurz zurückgehen in die Geschichte und Ihnen zeigen, wie Selfish Brain verankert ist, das eigensüchtige Gehirn. Wie das historisch verankert ist, und ich versetze Sie mal zurück in das Berlin von 1919. Da gab es eine junge Pathologin, die hieß Marie Krieger. Und Marie Krieger war keine Unbekannte zu der damaligen Zeit. Sie war Schülerin von dem berühmten Robert Rössle. Robert Rössle kennen wahrscheinlich alle hier in diesem Raum. Es gibt in Berlin eine Robert-Rössle-Straße und es gibt eine Robert-Rössle-Klinik. Robert Rössle war in dieser Zeit der berühmteste Pathologe der Welt. Ich sage das mal so, weil er war der berühmteste auf jeden Fall in Deutschland. Er hat später einen Lehrstuhl in Berlin gehabt und war Direktor in der Charité für Pathologie. Und er war in Europa eine sehr große Figur, ein Pionier der Pathologie. Und ich meine, in Amerika, da war wissenschaftlich damals
doch nicht sehr viel. Also insofern kann man sagen, er war eine der Schlüsselfiguren. Ich kann ihn mal so ein bisschen vergrößern jetzt. Also er war der Lehrer, aber über den ich eigentlich sprechen wollte, war seine junge Assistentin. Und Marie Krieger, die ihre Doktorarbeit geschrieben hat, die hat eine sehr aufregende Entdeckung gemacht damals. Und zwar, müssen Sie sich vorstellen, hat sie Leichen seziert in der Pathologie, und zwar von Soldaten, die an Abmagerung gestorben sind. Damals war Erster Weltkrieg und die Kühlkammern damals in der Pathologie, die haben also über längere Zeit diese Leichen da beherbergt. Und dann ist sie sehr systematisch an diese Fragestellung gegangen, die Herr Rössle ihr gegeben hat. Und sie hat alle Organe gewogen dieser an Abmagerung, also an Auszehrung gestorbenen Menschen. Und was hat sie festgestellt? Alle Organe bei diesen Leichen waren extrem reduziert, und zwar die Leber, das Herz, die Milz, alle um 40% etwa. Nur das Gehirn, 1% oder gar nicht abgenommen. Das Gehirn war konstant. Das war eine sehr bahnbrechende und aufregende Entdeckung, die sie damals gemacht hat. Sie hat das publiziert, eine sehr schöne Arbeit, die man heute noch gut nachlesen kann. Und die wird auch heute noch von der WHO sehr oft zitiert. Damit ging sozusagen alles los, denn Sie ahnen schon, in diesem Experiment steckt natürlich schon die Eigensüchtigkeit des Gehirns drin. Warum bleibt das Gehirn konstant und alle anderen Organe nehmen an Masse ab? So, jetzt gehen wir ein paar Jahre weiter in das Jahr 1953 und ich erwähne jetzt eine andere wichtige Figur, einen der größten Physiologen des 20. Jahrhunderts. Und das war Jean Maillère. Dieser Herr ist Pariser, also er ist Paris geboren, hat an der Sorbonne studiert und gelehrt und ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika ausgewandert, in New England, ist er dann Professor für Physiologie gewesen und einer der bahnbrechenden Forscher. Er hat 300 Arbeiten publiziert und unter anderem im Jahr 1953 die sogenannte glukostatische Theorie vorgelegt. In dieser Theorie hat er gesagt, es ist wichtig, dass der Blutzucker stimmt und wenn der Blutzucker im Körper eingeregelt ist, dann ist alles in Ordnung, alle Organe werden gut versorgt und wenn der absinkt, dann isst man einfach mehr, bis er wieder stimmt. Und diese glukostatische Theorie, die er aufgestellt hat, die hat die Forschung in den Folgejahren wesentlich beeinflusst. Das war sozusagen die Grundsäule unseres medizinischen, physiologischen Denkens. Also interessanterweise hat er sich auch über das Gehirn sehr viel Gedanken gemacht. Wie kommt der Zucker ins Gehirn? Aber er hat ganz klar die Grenzen seiner Theorie gesehen, hat gesagt zum Beispiel, ich weiß nicht, warum Patienten mit Diabetes überhaupt essen. Denn wenn der Zucker hoch ist, dann müsste er eigentlich den Appetit dämpfen. Das ist ja genug da im Blut. Wieso essen die dann überhaupt? Und er hat dann wirklich sein ganzes Leben lang versucht, diese Frage noch zu lösen und hat immer wieder geschrieben, ich weiß es nicht, dies ist eine offene Frage. So, und wenn man ein paar Jahre weitergeht, dann hat sich aus dieser glukostatischen Theorie ein Zweig entwickelt. Das ist immer so bei Theorien, die geht in Zweige. Und einer davon ist der Zweig, den die Diabetologen verfolgen, also die Ärzte, die Diabetes behandeln. Die sagen nämlich, es ist ganz wichtig, dass der Blutzucker stimmt, den müssen wir mit Insulin oder mit anderen Maßnahmen behandeln. Und wenn der stimmt, dann ist die Krankheit optimal behandelt. Also das ist ein Zweig, der sich geschichtlich hier so ein paar Jahre nach der Formulierung von Jean Maillère gebildet hat. So, und dann im gleichen Jahr, 1953, da gab es noch einen Kollegen von Maillère, der hieß Gordon Kennedy und der hat so etwas Ähnliches gesagt und zwar hat er gesagt, es ist nicht das Blut, was entscheidend ist, sondern das Fettgewebe. Und Kennedy hat damals gesagt, da gibt es irgendeinen Stoff, der wird im Fettgewebe gebildet, er wusste nicht, was das war, so eine Art Substanz X und die geht dann ins Gehirn und wenn die da ist, dann sagt die, wir brauchen nichts zu essen. Und tatsächlich ist die dann auch etwas später entdeckt worden. Und zwar im Jahr 1994 hat Jeffrey Friedman in New York entdeckt, dass diese Substanz X Leptin
ist. Leptin ist ein Hormon, wird im Fettgewebe gebildet und geht dann ins Gehirn und sagt den Hirnzentren satt, wir brauchen nicht zu essen. Also das war die sogenannte lipostatische Theorie. Lipostatisch heißt, dass das Fettgewebe, Lipos, konstant ist, konstant reguliert wird. Und wenn das stimmt, dann ist die Welt in Ordnung. Die beiden haben so ein bisschen miteinander konkurriert, aber eigentlich ging das auch gut nebeneinander. Maillard hat gesagt, ich mache so mehr die kurzfristige Regulation über Stunden. Da beschäftige ich mich, und etwa wenn das über Wochen geht, dann hat Kennedy das Sagen. Also die haben sich vielleicht eher ergänzt, sie waren ein Nebeneinander. Und diese beiden Richtungen hier, die haben die periphere Stoffwechselforschung beeinflusst. Periphere Stoffwechsel, das heißt, es sind Leute, die sich mit Übergewicht, mit der Leber befassen, mit Muskeln, Bauchspeicheldrüse, Diabetes. Also Internisten in der Regel, ja. Und hier oben, da habe ich ja schon erwähnt, das sind die Hirnstoffwechselforscher, also Robert Rössle, Marie Krieger, die haben sich um den Hirnstoffwechsel gekümmert. Das sind aber zwei Welten gewesen, die haben nichts miteinander zu tun. Wobei ich sagen muss, Maillard war der Sohn eines großen Physiologen, der Vater von ihm war auch großer Physiologe, und ich bin mir relativ sicher, dass sich dieser große Vater Maillard, dass der den Rössle gekannt hat. Paris und Berlin, das muss damals so gewesen sein. Ich habe es nicht schriftlich, aber das waren beides berühmte Männer. Das heißt, Maillard hat wahrscheinlich die Daten gekannt. Das ist für den späteren Verlauf des Verständnisses wichtig. So, und jetzt, alle haben, die Zeitungen waren voll 1994 von Leptin. Das hat der lipostatischen Theorie einen enormen Aufschwung gegeben. Da hat keiner mehr gefragt, ob das stimmt, diese Grundvoraussetzung. Es wurde Mainstream hier weiter geforscht, aber im gleichen Jahr 1994 hat es eine andere bahnbrechende Entdeckung gegeben, aber auf einem völlig anderen Feld, nämlich des Hirnstoffwechsels. Und da gab es einen jungen Physiologen, Luc Pellerin heißt der, der lebt in Lausanne und forscht in Lausanne. Und Luc Pellerin hat damals entdeckt, dass die Nervenzellen unseres Gehirns Energie aktiv aus dem Gehirn raussaugen. Und zwar immer dann, wenn sie es brauchen. Wenn sie arbeiten, dann ziehen die das da raus. Und das war 1994 seine bahnbrechende Arbeit. Die war viel beachtet, viel diskutiert, aber nur in diesem Feld. Diese Leute kannten die überhaupt nicht. So, und jetzt ein paar Jahre später, da ich mich nicht nur mit peripherem Stoffwechsel auseinandersetze, eben auch dieses Gebiet hier immer verfolgt habe mit einem Auge, da habe ich gesagt, diese beiden Gebiete, Hirnstoffwechsel und Körperstoffwechsel, die gehören eigentlich zusammen. Die gehorchen nach den gleichen Gesetzen. Und das war der Grund, dass ich diese Selfish-Brain-Theorie, die beides nun zusammenbringt, formuliert habe. Und dass das nicht so abstrakt ist, zeige ich Ihnen einmal, was die beiden Grundsätze sind. Also Selfish-Brain-Theorie 98 formuliert, und die beruht auf 10.000 Datensätzen, die ich geprüft habe, und die bestätigt sind und widerspruchsfrei mit der Theorie. Das sind diese ganzen Jahre von 1919 bis 1998, die sind in diesen 10.000 Datensätzen. Also das ist nicht über Nacht so eine Idee gewesen, sondern es greift wirklich die Tradition der Physiologie und Hirnforschung auf. Und das Axiom Nummer 1 heißt, das Hirn, der Hirnstoffwechsel hat Priorität. Es ist eben nicht der Blutzucker, der kontrolliert wird, sondern der Hirnzucker oder die Hirnenergie. Die ist die Nummer eins. Und das zweite ist, es gibt so eine Art Gehirnanforderung, auf Englisch Brain Pull, also einen Mechanismus, mit dem das Gehirn sich selbst aus dem Körper bedient. Und der ist nicht nur da, nicht nur vorhanden, sondern es geht im Stoffwechsel darum, dass der optimiert wird, also dass der immer wieder in seine Ruhelage zurückkommt. Dass Sie sich das vorstellen können, ich habe vorhin gesagt, mein Hirn braucht jetzt so viel, weil ich diesen Vortrag halte. Und wenn die Sache nachher vorbei ist, in 2 Stunden, dann fahre ich ja wieder runter. Mein Stresssystem geht wieder runter und dann kommt mein Brain Pull wieder in eine Ruhelage. Das ist ganz wichtig, on demand, im richtigen Moment und danach wieder Ruhe. Aus diesen beiden Grundsätzen kann man, denke ich, im Prinzip den Stoffwechsel des Menschen erklären. Das sind die beiden wichtigen Größen.
Und in der Zeit der DFG-Förderung seit 2004, also bis heute, das geht noch 2 Jahre weiter, haben wir die Axiomatik experimentell belegt. So. Und jetzt möchte, das war die Vorgeschichte, jetzt möchte ich Ihnen aber gerne zeigen, wie das funktioniert, wie sich dieses eigensüchtige Gehirn bedient und vor allen Dingen, was passiert, wenn da was schief läuft und was gestört ist, damit Übergewicht entsteht. Und dann natürlich auch beantworten, was wir dagegen tun können. Das möchte ich schon noch am Ende beantworten. Okay, dazu zeige ich Ihnen den Ansatz einer Lieferkette. Und ich habe vor wenigen Jahren einen Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe, und der heißt Professor Langemann, also inzwischen ist er Professor, Dirk Langemann, und der ist Mathematiker. Und als Mathematiker hat er vor wenigen Jahren schon mal solche Lieferketten, die man in der Industrie gut kennt, also so Produktionsstätten in Autoproduktion, im Fließband gibt das ans nächste weiter, der baut die Tür ein und das Lenkrad, bis das fertige Auto fertig ist. Und solche Lieferketten hat der damals mal beschrieben. Und für eine große Luxus-Autofirma in Deutschland, den Namen ich nicht nennen mag hier an dieser Stelle, hat er einen Auftrag bekommen, die Lieferkette zu optimieren. Und als ich ihn kennenlernte, da stellten wir gemeinsam fest, dass der menschliche Stoffwechsel auch wie eine Lieferkette betrachtet werden kann. Und das Besondere an dieser Lieferkette ist, dass dann das Gehirn in Endposition steht, also wie der Kunde. Das Gehirn ist der Final Consumer, der Endverbraucher. Und dass das so ist, das, denke ich, ist ganz einleuchtend, denn wenn das 2/3 der Glucose bekommt, dann hat das wirklich den größten Teil und hat das Recht, hier am Ende zu stehen. So, und jetzt sehen Sie hier solche Pfeile, die sind halb blau und halb gelb. Was haben diese beiden? Achso, ich will einmal kurz nochmal zeigen, das ist natürlich das Gehirn an Endposition, das ist der Körper, dann die nahe Umgebung ist der Teller und der Tisch, und wenn da keine Nahrung mehr vorhanden ist, dann muss das vom Markt eingekauft werden. So, und was haben diese beiden Farben zu bedeuten, gelb und blau? Und das ist ein allgemeines Prinzip in Lieferketten. Also entweder wird der Fluss von da nach da vom Anbieter bestimmt oder vom Empfänger. Wenn er vom Anbieter bestimmt ist, dann nennen wir das Push, und wenn das vom Empfänger bestimmt ist, dann nennen wir das Pull. Mal ein einfaches Beispiel. Wenn Sie Schuhe kaufen, ist das Pull oder Push? Pull oder Push, also beides, ja, natürlich, beide Komponenten. Also wenn es draußen regnet und ich merke, mein Fuß wird nass, dann habe ich da ein Loch drin, dann brauche ich unbedingt neue Schuhe, dann habe ich einen richtigen Bedarf. Dann bin ich natürlich der als Empfänger, als Kunde derjenige bestimmt, ich brauche einen Schuh, dann gehe ich in den Schuhladen und kaufe mir den. Wenn ich aber jetzt hier in Charlottenburg durch die schönen Straßen gehe und dann in einer Auslage die herrlichsten Schuhe sehe, zwar in einer Preisklasse, die tick zu hoch ist, und mir dann ein paar Schuhe kaufe, dann ist das Push. Dann hat nämlich der Anbieter mit seinem schönen Schaufenster mich dazu verführt, diesen Schuh zu kaufen, obwohl ich eigentlich schon 30 Paar habe zu Hause. Also, aber in Wirklichkeit ist es eine Mischung, das ist völlig klar. Mal Pull, mal Push. Und der Witz an diesen Lieferketten ist, dass sich das Verhältnis auch mal rasch ändern kann. Das kann 50-50 sein, es kann aber auch 90-10 sein. Und jetzt im Moment, wenn ich diesen Vortrag halte, dann ist das Pull-Prinzip, mit dem mein Gehirn Energie aus dem Körper bestellt, das ist dominant. 90% Pull. Ja, wenn man in Ruhe ist, dann ist das halbe halbe. Aber in dieser besonderen anfordernden Situation oder herausfordernden Situation ist die Pull-Komponente, die gelbe, hier dominant. So, jetzt sprechen wir einmal kurz über die Komponenten. Wie ziehen wir? Da gibt es einen Brain-Pull-Mechanismus, mit dem kann das Gehirn aus dem Körper ziehen, zum Beispiel aus der Leber oder aus den Muskeln. Dann gibt es einen sogenannten ingestiven Pull. Ingestion heißt aufnehmen in den Mund, also essen.
Also wenn wir vom Teller Sachen in den Mund stecken, essen, dann wäre das ein ingestiver Pull. Das ist der Appetit, der uns dazu antreibt. Und dann, wenn wir sehen, der Kühlschrank ist leer, dann gehen wir auf Nahrungssuche. Das ist ein Nahrungssuchpull. Also wenn wir dann rumlaufen, Sie kennen das, wenn man in eine fremde Stadt kommt und Hunger hat, wie man dann rumläuft und exploriert, wo es was zu essen gibt. So, und jetzt kommen wir aufs Übergewicht. Wie haben sich verschiedene Leute das vorgestellt, dass Übergewicht entsteht? Es gibt eine relativ große Fraktion, das ist die Push-Fraktion. Die sagt, wir haben heute viel zu essen hier in unserer westlichen Gesellschaft, das Angebot ist enorm. Angebot, der Anbieter präsentiert Nahrung im Überfluss und das macht uns übergewichtig. Das heißt, diese Push-Komponente aus der Umgebung in den Körper ist enorm, blau, Push. Das sieht so aus, als wenn die Nahrung da so reingedrückt wird. Da kann aber was nicht stimmen, reines Push-Konzept, weil es relativ viel schlanke Leute gibt. Und wenn es nur einen Push gäbe, dann wäre das nicht erklärt, warum das so viele noch schlanke gibt. So, jetzt kommen wir auf Jean Mayer, der taucht jetzt wieder auf, glukostatische Theorie. Nach Jean Mayer ist es ein zu großer Pull. Da ist irgendwas verstellt im Organismus und der zieht zu viel Nahrung. Aus irgendwelchen Gründen, von innen heraus. Aber wie gesagt, ich habe schon angedeutet, Mayer hat gesagt, wenn der Zucker hoch ist, wie beim Diabetes, dann müsste man eigentlich satt sein. Hoher Zucker dämpft den Appetit und dann dürfte ein Patient mit Diabetes überhaupt nie mehr was essen, nie wieder zu essen anfangen. Das ist aber nicht der Fall, die haben guten Appetit. Also lipostatische Theorie ist mit Widersprüchen behaftet und vor allen Dingen kann sie nicht erklären, was Marie Krieger damals gefunden hat, dass nämlich das Gehirn nicht abnimmt, wenn man auszehrt. Das kann diese Pull-Komponente nicht erklären. So, und Selfish Brain Theorie, das möchte ich Ihnen vorschlagen, da liegt der Fehler woanders. Der liegt hier zwischen Körper und Gehirn. Da fehlt die Pull-Komponente des Gehirns. Sie sehen, die gelbe Komponente, mit dem das Gehirn anfordert, die fehlt oder ist schwach. Und was passiert? Jetzt ist das Hirn, das wird nur noch aus dem Blut durch ein bisschen Push versorgt. Ein bisschen Blut ist da und das geht so über die Hirnschranke rein ins Gehirn. Also da ist noch eine kleine Versorgung, aber das ist wie ein Engpass. Na, was passiert jetzt? Das kann man logisch relativ rasch durchdenken. Also hier ist ein Problem bei dem Jungen hier. Die Anforderung klappt nicht, also hat er einen Versorgungsengpass. Jetzt gibt es aber eine Notlösung und die Notlösung heißt mehr essen. Also er fordert jetzt mehr aus der Umwelt an. Und wenn er mehr isst, dann wird die Push-Komponente größer und dann wird das Hirn so ganz gut versorgt. Also was das Hirn angeht, ist die Sache gelöst, eine Art Notlösung. Aber Sie sehen das schon, da gibt es ein Problem. Es geht mehr rein, als da rausgeht. Und dann gibt es, wie heute bei der Fahrt hier von Lübeck nach Berlin, dreimal Stau. Und dann entsteht sowas. Also, wenn man den Stoffwechsel als Lieferkette betrachtet, dann ist Adipositas und auch Diabetes nichts anderes als ein Stau in der Lieferkette. So, also nochmal ein paar Fragen, die es zu beantworten gilt. Warum gibt es so viele schlanke Menschen? Und warum essen Patienten mit Übergewicht und Diabetes? Warum essen die überhaupt? Die gilt es zu klären und die haben die bisherigen Theorien nicht beantworten können. So, jetzt würde ich eine Hypothese gerne testen und zwar, was passiert in Notzeiten? Und unsere Hypothese ist, in Notzeiten ist ein Brain-Pull-Mechanismus notwendig, um die Gehirnversorgung aufrechtzuerhalten. Denken wir zurück an Marie Krieger und Robert Rössle. Die haben diese aufregende Beobachtung gemacht, dass die Gehirne bei Auszehrung konstant bleiben, also nicht abnehmen. So, wenn wir jetzt einen Brain Pull hätten,
wenn wir einen Brain-Pull-Mechanismus annehmen, mit dem das Gehirn sich versorgt aus dem Körper, dann wäre A eine Selbstverständlichkeit. Ist ja klar, wenn da ein Mechanismus ist, mit dem das Hirn immer ziehen kann, dann kann es bei Notzeiten konstant bleiben. Also, da haben wir allen Grund anzunehmen, dass diese Hypothese gilt, aber nur zu vermuten. Und jetzt kommt der dritte Schritt C. Jetzt muss man das Ganze experimentell belegen. Und das haben wir gemacht. Dirk Langemann und ich haben vor kurzem in Frontiers in Neuroscience, das ist ein sehr renommiertes Neuroscience Journal, im Frühling hier diese Arbeit veröffentlicht, in dem wir die Hypothese experimentell geprüft haben und bestätigt. Mit anderen Worten, es muss einen Brain-Pull-Mechanismus geben, um Hungerzeiten zu überleben. Das ist was Gutes. Ja? Selfish Brain ist was Gutes. Damit haben wir in der Evolution einen extremen Erfolg verzeichnet. Wer einen guten Brain-Pull hat, der ist leistungsfähig. Im Sport kann er sein Gehirn versorgen, sich gleichzeitig bewegen und trotzdem sehr genau Taktiken ausdenken. Das machen Fußballspieler, das machen Basketballspieler, das machen Biathlon-Sportler. Ja? Die erschöpfen sich körperlich bis zum Letzten und sind am Ende noch in der Lage, sich so zu konzentrieren, dass sie da die Zielscheibe treffen. Also das Gehirn zu versorgen in allen Lebenslagen, dazu brauchen wir einen Brain-Pull. Und das steckt hinter diesem Selfish Brain. Also der Begriff eigensüchtig, der hat ja immer so etwas Negatives, ist ja negativ konnotiert. Aber in diesem Fall des Stoffwechsels ist das unser Erfolgsrezept in der Evolution, denke ich. So, und wenn man jetzt an Jean Mayer wieder denkt, der könnte das nicht erklären. Der könnte die Befunde nicht erklären. Also wir konnten in dieser Arbeit zeigen, da gibt es Widersprüchlichkeiten in der glukostatischen Theorie. Das ist wichtig, einmal festzustellen. Und das ist wichtig auch für die Zweige, die sich aus der glukostatischen Theorie wissenschaftstheoretisch entwickelt haben. So, das war jetzt sehr abstrakt. Und jetzt fragen sich vielleicht Brain Pull, kann man das anfassen? Gibt es das? Ist das eine reine Idee? Oder gibt es da Moleküle, die bekannt sind? Und ich kann Ihnen zeigen, heute, die sind alle bekannt. Die sind gut erforscht, die sind belegt. Teilweise haben wir selbst Studien dazu gemacht, teilweise viele andere Forscher. Und ich möchte Ihnen einmal zeigen, wie sich dieses Bild zusammensetzt, wie das Gehirn pathophysiologisch das macht und wie die Mechanismen aussehen. Also wir haben hier das Gehirn. Hier ist die Großhirnrinde, also die Großhirnhälften sind hier zwei. Und dann haben wir hier in Rot einen Teil des Großhirns, hier den sogenannten Mandelkern oder Amygdala auf Lateinisch. Und dieser Bereich ist besonders interessant, auch für den Brain Pull. Das ist der Bereich, wo wir emotionales Gedächtnis kodieren. Also wenn Sie zurückdenken an ein ganz schreckliches Erlebnis von früher, dann ist das hier kodiert worden, aber auch sehr schöne Erlebnisse, wie die erste Liebe oder so. Da sind die ganzen Kontextdinge, die ganzen Gefühle hier kodiert und später irgendwo anders im Gehirn abgelegt. Dieser grüne Bereich hier, der Hippocampus, der ist etwas nüchterner. Wenn Sie sich auf dem Stadtplan irgendwas merken oder lernen, dann lernen Sie das mit dem Hippocampus. Also die Londoner Taxifahrer, die hatten früher riesige Hippocampi. Also die kannten ja alle Straßennamen. Heute haben die Navigationssysteme, dann ist der wieder ganz klein. Bei Vögeln, bei Singvögeln, da weiß man, wenn die Werbungszeit haben, dann wird dieses Gebiet größer. Das braucht man für diese komplexe Informationsarbeit beim Werben, beim Gesang. Also solche Fakten und zeitlichen Folgen, die werden hier kodiert. Und beide sind ganz wichtige Zentren für die Energiebestellung aus dem Körper. Deshalb erwähne ich die hier. Und dann gibt es noch im Hirnstamm diesen orangen Teil, der obere Hirnstamm. Das ist so eine Art Feldwebel. Wenn hier oben der General sitzt und die Befehle gibt, dann ist hier der Feldwebel, der nochmal die Befehle von oben empfängt und an den Körper weitergibt, der es dann letztlich ausführt. So die Anatomie. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie so ein Brainpull erzeugt wird. Und Sie sehen hier die roten Pfeile. Das ist der Befehl, ich will Energie haben. Und das Molekül, was das transportiert, ist Glutamat. Glutamat kennen Sie vielleicht vom Chinesen, das ist Stoff, der da den Geschmack verstärkt.
der ist natürlich ein Neurotransmitter, also ein Molekül im Gehirn, was als Botenstoff gilt. Und es ist die Frage, ob je dieses Glutamat vom Chinesen über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn kommt. Ich glaube, das ist völliger Quatsch. Aber es ist das gleiche Molekül. Und jetzt möchte ich Ihnen einmal zeigen im Mikroskop, wie das zwischen den Zellen aussieht, also von Zelle zu Zelle. Und hier ist eine Nervenzelle in lila. Und hier ist eine Blutzelle, also ein Blutgefäß. Und in dem Blutgefäß ist Glucose. Und dazwischen gibt es noch diese merkwürdige grüne Zelle. Und das sind die Helferzellen oder auch Astrozyten genannt. Astrozyten, Astrostern, weil die so sternförmig aussehen. Und wie kommt die Glucose vom Blutgefäß, vom Inneren hier in die Nervenzelle? Und das funktioniert folgendermaßen. Da sind hier solche kleinen gelben Zylinder. Das sind solche Poren. An der Stelle ist das Blutgefäß, hat so eine kleine Röhre, so ein Pfad, und da kann die Glucose durch. Und dann geht die zuerst durch die Innenschicht, dann die Außenschicht dieser Gefäßzelle, dann in die grüne rein und dann von da aus irgendwann geht die Energie in die Nervenzelle. Jetzt hat man sich früher vorgestellt, diese gelben Dinger hier, die heißen Glukosetransporter 1, also sind Moleküle, so eine Pore, die Glukosemoleküle transportieren. Man hat sich früher vorgestellt, das sind so feste Röhren. Die sitzen da drin in der Membran und Glukose geht da durch, wie per Diffusion. Und das ist aber falsch. Das weiß man seit 2 Jahren. Da hat die Arbeitsgruppe von Clonet, die hat festgestellt, dass diese Pore auf und zu geht. Und zwar hat die an der Innenseite so eine Stelle und da bindet ATP. ATP ist die Energiewährung der Zelle, also Energie ATP. Und dieses ATP-Molekül, das hat hier so eine Stelle an der Innenseite und wenn das da dran geht, dann geht die Pore zu. Und wenn ATP fehlt in der Zelle, in der grünen, dann geht die Pore auf. Und das macht Sinn. Ja, wenn Energie nicht da ist, dann muss die Pore aufgehen, dann fließt was rein. Und was ist das? Pull. Pull-Prinzip. Ja? Denn wenn die Zelle einen Mangel hat, dann geht die Pore auf, dann bestimmt diese Zelle, wie viel Energie fließt. Die Energie wird gezogen. Und dass der GLUT1 nach dem Pull-Prinzip funktioniert, das weiß man seit 2 Jahren. Dass er nach dem Push-Prinzip funktioniert, das hat man immer schon gewusst. Aber dass er beides kann und dass Pull wichtig ist, das ist ganz neu. So, jetzt geht die Glucose bei Bedarf in den Astrozyten rein. Und Sie sehen, der hat solche Füßchen wie ein Tintenfisch. Und wenn man das im Mikroskop anguckt, dann ist das so, wenn das das Blutgefäß ist, dann sitzen diese grünen Ärmchen wie Saugnäpfe von Tintenfische an jeder Stelle des Blutgefäßes und saugen da die Glucose ab für ihre Nervenzellen, die sie da versorgen. Das sieht ganz hübsch aus. Ich zeige Ihnen am Ende auch noch ein Bild. So, wie kommt jetzt die Glucose, also die Energie von da nach da? Und das funktioniert auch sehr geheimnisvoll, also eigentlich ganz einfach. Diese Zelle hier setzt Glutamat frei und das geht in den synaptischen Spalt, das ist eine Synapse. Und dieses Glutamat, das sind die schwarzen Kügelchen, das bindet an die Glutamatrezeptoren hier in Gelb und von da aus wird die Information weitergeleitet. Das ist so ein typischer Nervenübertragung mit Glutamat. Und Glutamat haben die meisten Nervenzellsynapsen in unserem Gehirn. Das ist der Haupttransmitter. Und jedes Mal, wenn hier so ein Glutamat hier dran bindet, dann wird hier und hier eine enorme Menge Energie verbraucht. Denn wenn diese Nervenzellen feuern, dann verbraucht das extrem viel Energie. Am meisten in unserem ganzen Organismus, dieser Prozess hier. Und dieses Molekül Glutamat, das nimmt der Astrozyt, der Grüne, auf und dann wandelt er es einmal um und bringt es wieder in die Nervenzelle zurück. Das ist einmal so ein Kreislauf. Und jedes Mal, wenn der Kreislauf einmal durchlaufen wird, werden 2 ATP-Moleküle verbraucht, also eine kleine Menge. Und hier werden 34 verbraucht für jedes Molekül, was da freigesetzt wird. Das bedeutet, dass immer, wenn diese Nervenzelle arbeitet, der Astrozyt einen kleinen ATP-Abfall hat, weil er das ja zyklen muss, zirkulieren muss. Also der Astrozyt spürt,
dass hier was im Gange ist. Hier ist große Energie verbraucht und da spürt er das an einem kleinen Energieabfall. Und wenn hier das ein bisschen abfällt, dann geht ihm nur die Pore auf und Glucose wird rübergeholt. Und der Astrozyt, der nimmt sich diese beiden ATP-Moleküle, die er braucht, und nimmt die aus der Glucose. Aber die meiste Energie, die hat er noch zur Verfügung. Er braucht ganz wenig. Und die gibt er in Form von Laktat, das ist das Abbauprodukt von Glucose, dem Neuron, der Nervenzelle. Und hier sitzen noch die 34 ATPs an Energie drin. Das bedeutet, dieser Fluss, der geht nur, wenn das Neuron arbeitet. On demand. Also nur, wenn das Neuron arbeitet, dann fließt die Energie. Und wenn das Neuron Ruhe hält, dann fließt die nicht. Was ist das? Pull. Ganz klar. Nur wenn Bedarf ist, fließt die Energie. Das ist was ganz anderes, als so Jean Mayer sich damals vorgestellt hat. Der hat gesagt, wenn das im Blut zirkuliert, dann geht das so automatisch ins Gehirn rüber. Er hat gewusst, dass da ein Problem ist. Aber an der Stelle hat er vorausgesetzt, dass der Übergang ins Gehirn ein passiver Prozess ist. Und das war nicht korrekt. Und diesen Prozess hier, den letzten, den hat Luc Pellerin 1994 entdeckt in seinem bahnbrechenden Paper in Proceedings of North Academy of Science. So, das ist das Pull-Prinzip auf Zell-zu-Zell-Ebene. Jetzt zeige ich Ihnen, wie das Gehirn Energie aus dem Körper bestellt. Und Sie kennen das auch, dieses Prinzip. Wenn was im Kleinen genauso funktioniert wie im Großen, dann nennen wir das Selbstähnlichkeit, also Mikrokosmos, Makrokosmos. Und genauso wie der Astrozyt sich auf Bedarf Energie aus dem Blut holt, so holt sich das Gehirn als ganzes Organ bei Bedarf Energie aus dem Muskel. Das ist das gleiche Prinzip, nur auf einer Skala größerer Größenordnung. Das nennen die Mathematiker Selbstähnlichkeit. Und wir nennen dieses hier, das das ganze Gehirn was bestellt, Brain Pull. So, diese Synapse, die kennen Sie schon. Da war gerade der Astrozyt war hier. Und jetzt gucken wir mal, was passiert mit dem Glutamat, mit der Weiterleitung. Wo geht denn diese Information hin hier? Und das sind die Glutamatrezeptoren, die gelben. Die nehmen das Molekül auf und leiten dann die Information weiter. Das Interessante ist nun, dass die Information nicht immer gleich weitergeleitet wird, sondern unterschiedlich stark. Wo geht sie hin? Die geht hier zum Hypothalamus, das heißt zu den Teilen des Gehirns, des Hirnstamms, die dann tatsächlich Energie aus dem Körper bestellen können. Und diese Zahl von Rezeptoren, die kann verändert werden. Und ich habe erstmal zwei hingemalt, das ist so eine mittlere, damit wird die Synapse erstmal in Gang gesetzt. Aber es kann auch sein, dass sie drei hat, also viele, steht symbolisch für eine größere Anzahl. Und wenn sich das von 2 auf 3 erhöht, dann nennen wir diesen Vorgang Langzeitpotenzierung, LTP, Long Term Potentiation. Und das Interessante daran ist, dass aus dem Zustand 2 in 3, der ist stabil. Und zwar kann der so ein Leben lang halten. Und diese Erhöhung von Antennen an dieser Stelle, das ist die molekulare Basis für unsere Gedächtnisbildung überhaupt. Also wenn Sie sich Pull-Prinzip heute Abend aus diesem Vortrag mit nach Hause nehmen, dann findet hier gerade jetzt LTP statt in Ihren Gehirnen. Die Synapse, die sich das mit dem Brain Pull merkt, oder die Synapsen, die werden verstärkt. Und heute Abend im Tiefschlaf wird das Ganze nochmal nachgespielt und konsolidiert, verstärkt und abgespeichert. Also Langzeitpotenzierung für Namen, Orte, aber auch für emotionale Dinge, die Basis unseres Gedächtnisses. Und Sie sehen, wenn hier der Befehl kommt, ich will Energie haben, dann kann der mal stark und mal schwach durchgestellt werden. Und das ist wichtig. Die Energiebestellung des Gehirns ist nicht nach Schema F immer gleich, sondern die kann moduliert werden. Ein Beispiel, als ich meinen allerersten Vortrag gehalten habe, da war ich noch 3-mal mehr aufgeregt als heute. Ja? Also man gewöhnt sich daran, mit den Malen, wie sich das wiederholt, wird das dann immer schwächer. Und da gibt es hier Veränderungen auf dieser Ebene. Das Gegenteil gibt es auch, dass dann nur noch ein Rezeptor ist oder
ganz wenige zumindest, das nennen wir Langzeitdepression. Das ist auch stabil auf lange Zeit. So, und diese Synapse war hier in diesem Bereich, in dem roten und in dem grünen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. So, wie geht die Energiebestellung weiter? Die Bahnen kennen wir sehr genau. Die gehen hier zum Feldwebel, das ist im Hypothalamus. Und den kann ich Ihnen mal zeigen. Das ist der Hypothalamus, da sind viele Kerngebiete. Und dieser hier macht den Brain Pull, das ist der ventromediale Hypothalamus. Brauchen Sie sich vielleicht nicht zu merken, aber wir kennen genau die Zellen, die für den Brain Pull verantwortlich sind. So, und wenn der aktiviert ist, dann sendet er einen Nervenimpuls in den Körper. Und wie sieht der aus? Wir haben vom Gehirn Nervenfasern, die in den Körper hineinziehen, und wir nennen das das sympathische Nervensystem. Und die Fasern ziehen überall hin, zum Herzen. Und wenn man Stress hat, dann weiß man, also wenn man aufgeregt ist, dass das Herz schneller schlägt. Also der Sympathikus transportiert den Befehl zum Herzen. Das ist dieser gelbe Pfeil hier. Oder zur Leber und sagt, ich will mehr Glukose und bestellt mehr Energie aus der Leber. Oder zur Bauchspeicheldrüse. Und die Bauchspeicheldrüse, die produziert Insulin. Und Insulin, das kennen Sie alle, das ist das Hormon, mit dem man die Muskulatur und das Fettgewebe öffnen kann für die Energieaufnahme, ein Speicherhormon. Also es gibt viele Nervenbahnen, die vom Gehirn in den Körper ziehen. Und die eine zum Insulin, die will ich noch mal kurz beschreiben. Normalerweise, wenn das Gehirn Bedarf hat an Zucker, dann unterdrückt es innerhalb von Minuten die Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse. Also, wenn ich ehrlich bin, jetzt im Moment produziere ich kein Insulin mehr. Ja? Damit ist meine Muskulatur zu, die kann nichts mehr aufnehmen und mein Gehirn kriegt die alles, ja? 98%. So geht das, ganz einfach. Das heißt, mit dieser Nervenbahn wird der Fluss über GLUT4, das ist der Glukosetransporter für Muskel und Fett, wird geblockt oder ist ganz klein und der Hauptfluss geht zum Gehirn. So bestellt das Gehirn Energie. Wenn es genug hat, zum Beispiel Weihnachten, da gibt es 3 Mahlzeiten hintereinander, großen Ausmaßes, dann sagt das Gehirn, ich habe genug, ihr könnt da unten auch genug haben, produziere mal Insulin und das wird dann produziert und dann speichert man alles ab. Dann ist dieser Weg hier der Hauptweg. Aber wenn es knapp wird, zum Beispiel in Notzeiten, also die Soldaten im Feld, die haben dann kein Insulin mehr produziert. Also geht alles ins Gehirn. Und so bleibt das dann konstant über Wochen. So. Und wenn jetzt Glukose über die Schranke ins Gehirn kommt, wie sieht das aus? Das kennen Sie schon. Das ist der Astrozyt. Das ist das Blutgefäß und ich habe Ihnen hier mal ein Bild mitgebracht. Das hier ist ein Blutgefäß und Sie sehen hier, wie Tintenfischfüßchen sind hier die Astrozyten. Das ist ein Astrozyt hier, die docken hier an. Da sind Astrozyten hier. Man sieht das, wie die richtig wie Wurzeln von Pflanzen aus dem Blutgefäß hier raussaugen. Und hier Glukosetransporter 1, diese gelben, das sind diese schwarzen Punkte hier, und das ist die Gefäßschicht, die kann man da schön anfärben, die kann man genau sehen. Die sitzen da wie Perlen auf der Schnur. So, und jetzt ist die Glukose im Gehirn. Und was nun? Ist gut? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Da aber die Energiebestellung des Gehirns wirklich wichtig ist, das wissen Sie alle, wenn die nämlich nicht ankommt, dann wird man ohnmächtig, ist auch nicht gut. Deshalb erklärt das Gehirn die Sache zur Chefsache und sagt, ich gebe den Befehl, der geht raus, aber ich will auch wissen, ob er ausgeführt wird. Und wie macht es das? Indem es ständig monitort oder überwacht, wie der Energiegehalt ist. Und dazu hat es Sensoren, die sitzen überall im Gehirn. Jede Nervenzelle ist ausgestattet mit Sensoren für ATP, für Sensoren für Energie und die messen, ob genug vorhanden ist. Und wenn ich meinem Sohn sage, er möge sein Zimmer aufräumen, dann tue ich gut daran, wenn ich eine Viertelstunde später nochmal nachgucke, ob er das gemacht hat. Ja, also Energiebestellung heißt noch nicht, dass sie auch wirklich ankommt. Da kann viel schief gehen. Und das Gehirn prüft das ständig nach. Aber wenn genug da ist,
dann sagt es, okay, jetzt wird die Energiebestellung abbestellt. So wie der Kaufmann das auch mit seinem Großhändler macht, ja, der bestellt, aber irgendwann sagt er, jetzt ist es auch gut, jetzt brauche ich ja nicht mehr, jetzt sind die Regale voll. Und so genauso macht das Gehirn auch. Also, auf diese Art schließt sich der Kreis. Und so bestellt das Gehirn seine Energie. Diese Befunde sind experimentell gut belegt. Wie ist das jetzt mit dem Essen? Ich habe ja gerade gesagt, ich halte jetzt diesen Vortrag und ziehe jetzt die Energie aus dem Körper. Also Leber überall, die kriegen nichts ab. Und jetzt geht das hoch. Jetzt nehme ich natürlich ein bisschen ab. Also beim Dirigenten sieht man das. Wenn einer eine Symphonie von Mahler dirigiert, dann wiegt er hinterher 2 Kilo weniger. Das ist so. Das ist eine enorme geistige Leistung und die macht sich auch tatsächlich in Pfunden hinterher bemerkbar, die der abgenommen hat. Der geht natürlich hinterher nach dem Konzert hin und füllt die 2 Kilo wieder auf. Und wie funktioniert das? Das geht über den ingestiven Pull. Der sitzt in diesem kleinen Gebiet hier, in diesem grünen Kern, der laterale Hypothalamus. Und den vergrößere ich nochmal. Und das ist so, hier ist das Blutgefäß, da gehen die Blutglucosemoleküle durch und diesmal zwischen den Astrozytenfüßchen, zwischen den grünen hindurch. Und dann kommen die an eine gelbe Zelle hier im Hypothalamus, das ist das Orexigen, Neuron, Orexin, das ist, kommt aus dem Griechischen, heißt Essen. Und ja, ja. Okay, so. Oder hier vielleicht. Diese Nervenzellen, wenn die aktiv sind, dann fangen wir an zu essen. Dann kriegen wir Appetitgefühl. Und die sind ausgestattet mit diesen blauen Stellen hier. Und das sind Glukoserezeptoren, Glukosefühler. Und wenn die Glukose fühlen, dann geben die Ruhe. Aber wenn Glukose fehlt, dann fängt diese Nervenzelle an und wir kriegen diesen Heißhunger. Und auch das ist wieder ein typischer Pull. Ja? Wenn in dem Moment, wo Glucose fehlt, dann wird die Nahrung aufgenommen. Und Sie sehen hier diese Arbeit, ich weiß nicht, kann man das wirklich sehen? 2006, 2008 ist hier hinter dieser schwarzen Stelle. 2008 sind diese Arbeiten gemacht. Also 2006 ist dieser Sensor erst entdeckt worden. Das war im Grunde der, den Jean Mayer damals postuliert hat. Also Glukosefühler im Hypothalamus. So beim Gesunden, bei dem mit fitten Brainpull, will ich mal sagen. Was passiert, wenn der Brainpull nicht richtig arbeitet? Was gibt das für Krankheiten? Was gibt das für Probleme? Also stellen wir uns das vor, die Amygdala kann nicht richtig senden an den Hypothalamus, das ist hier so unterbrochen gezeichnet. Dieser Befehl zur Bauchspeicheldrüse geht nicht richtig raus. Die Bauchspeicheldrüse produziert weiter Insulin. Und alles, was wir essen, geht wohin? Ins Fettgewebe. Und das Gehirn kriegt zu wenig. Das ist eine Brainpull-Störung. Hier, allokativer Brainpull. Allokation heißt Aufteilung auf Körper und Gehirn, also Brainpull. So, jetzt kommt die zweite Hypothese. Wir haben ja jetzt nicht Mangelzeiten, sondern Überangebot an Nahrung. Also bei Nahrungsüberangebot ist ein ineffizienter Brainpull-Mechanismus notwendig, damit Übergewicht entsteht. Das ist unsere Hypothese gewesen. Und in dem gleichen, und jetzt gibt es 2 interessante Beobachtungen, die sind aus der neurobiologischen Forschung, die sind nicht von uns, aus unserer Arbeitsgruppe, sondern von einer amerikanischen und einer japanischen Gruppe. Die Amerikaner haben beobachtet, es gibt Ratten, wenn man die mästet, dann bleiben die schlank. Und die haben sie genau analysiert, die Hormone gemessen, genau charakterisiert. Übrigens, sie können fast jede Ratte nehmen. Wenn sie versuchen, irgendeine braune Ratte aus dem Feld zu mästen, das wird nicht gelingen. Die bleiben alle schlank. Es gibt nur ein paar ganz wenige Laborratten, die dick werden. Und die unterscheiden sich. Und die unterscheiden sich im Brainpull. Dass sie sich darin unterscheiden, hat man in dieser 2004er Arbeit gezeigt. Und dann gibt es eine andere Beobachtung. Da gibt es Mäuse, denen fehlt genetisch der ATP-Sensor im Gehirn. Der fehlt, der ist einfach nicht da. Das heißt, deren Gehirn ist im Grunde taub oder blind für Energieschwankungen. Das kann überhaupt nicht reagieren, das kriegt das nicht mit, so als
wenn ich meinen Sohn nie überprüfen könnte. Das ist irgendwie nicht gut. Und die haben gezeigt, also wenn das Gehirn nicht richtig das umsetzen kann in einen Befehl, ich will Energie haben, dann werden diese Tiere übergewichtig, die werden dick. Das waren zwei Beobachtungen. Und wenn man jetzt sich B fragt, wir haben den Brain Pull, effizient oder ineffizient, wenn das so wäre, wenn wir den haben, dann könnten wir dies gut erklären, dann wäre das eine Selbstverständlichkeit. Also haben wir diese Hypothese ernsthaft getestet und das haben wir experimentell gemacht und haben zeigen können, dass die Hypothese bestätigt wird. Also bei Überangebot, wenn zu viel da ist wie heute, dann braucht man eine Brainpull-Störung, damit Übergewicht entsteht. Das auch gerade publiziert. Das ist auch mit hohem Interesse aufgenommen worden in der Neuroscience-Szene. Das bedeutet, Klartext gesprochen, jeder mit Übergewicht hat eine Brainpull-Störung. Ja, wenn jemand nur 3 Kilo zu viel wiegt, hat er eine leichte Brainpull-Störung. Es gibt keinen mit Übergewicht, der einen normalen Brainpull hat. Also, jetzt, wenn Sie mal Ihren Brainpull prüfen wollen, dann ist das ganz einfach. Dann können Sie morgen früh zu Ihrem Hausarzt gehen, nüchtern, und ihn bitten, dass er eine Blutprobe entnimmt und das Insulin im Plasma, also im Blut, bestimmt. Und wenn das über 50 liegt, dann haben Sie eine Brainpull-Störung. Wenn das drunter ist, ist der Brainpull intakt. Das ist also sehr einfach. Sie könnten auch nach Lübeck kommen, ins Labor. Da würden wir sehr aufwendigere Sachen machen, den Zucker senken und dann das Adrenalin messen, das Stresshormon. Das ist zwar sehr viel aufwendiger, vielleicht auch noch einen Tick genauer, aber der Kliniker kann in der Praxis mit sehr einfachen Mitteln einen Biomarker messen, mit dem man einen solchen Brainpull bestimmen kann. Ich habe ja gesagt, das Gehirn unterdrückt ständig das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse. Und wenn das hier hoch ist im Blut, dann heißt das Hirn macht das nicht richtig. Und alles, was man isst, geht ins Fettgewebe. Das ist fast schicksalhaft. Also wer hohes Insulin hat, wird in den nächsten 10 Jahren so und so viel Kilogramm zunehmen. Das ist in vielen Studien so gezeigt worden. In 2 amerikanischen und einer europäischen. Also das ist praktisch sehr einfach durchführbar. Und wenn man das hat, wenn man zum Beispiel ein Insulin von 100 hat, dann stellt sich die Frage, warum ist das hoch? Das gibt nicht eine Ursache, eine einzige Ursache, sondern es gibt ganz viele. Und das ist vergleichbar, ich will mal ein Beispiel aus der Medizin nehmen, was vielleicht etwas einleuchtender ist auf die erste Sekunde. Wenn jemand eine Blutarmut hat, geht zum Arzt, sagt, ich bin so blass, und der misst den Blutfarbstoff und der ist niedrig. Dann ist das mit dem Blutfarbstoff messen die Diagnose. Aber das heißt noch nicht, dass man das gut behandeln kann. Er kann natürlich jetzt eine Infusion geben und die Blutarmut ist erstmal weg. Aber dann ist ja klar, nach 3 Wochen ist die Infusion verschwunden und das alte Problem ist wieder da. Das heißt, jetzt macht der Internist sich an die Arbeit. Das ist eigentlich das, wofür er bezahlt wird. Das ist seine Ausbildung. Er fragt sich, gibt es eine Blutbildungsstörung im Knochenmark? Arbeitet die Milz richtig, dass sie da zu viele Blutzellen rausfischt? Gibt es eine genetische Störung? Sind Medikamente im Spiel? Da gibt es ganz viele Ursachen, Infektionen und so weiter, Eisenmangel, Blutung, die da zugrunde liegen können. Und er kann dann zum Beispiel sagen, es ist ein Eisenmangel und deshalb gebe ich diesem Patienten jetzt Eisen und das Problem ist gelöst. Alle anderen profitieren nicht vom Eisen, ist ja klar. Also wir nennen das in der Medizin Differentialdiagnose. Und genauso wie der Internist das macht bei der Anämie, also bei der Blutarmut, so können wir das hier in der inneren Medizin auch bei der Brainpull-Störung machen. Wir messen, das Insulin ist hoch und fragen uns jetzt, was steckt dahinter? Was ist die Differentialdiagnose? Und damit fangen wir jetzt erstmals an und in dieser Publikation 2009 habe ich das erste Mal publiziert, was es überhaupt für Krankheiten gibt, bei denen der Brainpull gestört ist. Also das ist ein Neuroscience-Paper, also das sind nicht nur neurologische Erkrankungen, sondern auch internistische und viele äußere Faktoren. Um da so ein bisschen Klarheit oder Einfachheit reinzukriegen, habe ich das eingeteilt wie bei Computerproblemen. Wenn der Computer nicht funktioniert, dann gibt es 3 Möglichkeiten. Entweder ist die Hardware kaputt, also der Computer,
Oder ist die Software nicht in Ordnung? Dann braucht man manchmal ein Update oder ein neues Programm. Oder es sind falsche Signale, Viren, Computerviren, die irgendwas stören. Oder irgendjemand war da dran, der hat da was falsch eingestellt. Und genauso kann man die Störungen beim Brainpull auch einteilen. Also Hardware-Störung würde bedeuten, irgendwas im Gehirn ist defekt. Und da gibt es Beispiele dafür. Wenn dieser Kern, der den Brainpull macht, wenn der zerstört ist, da gibt es Tierexperimente aus den 70ern, da hat man diesen Kern zerstört, da gibt es massives Übergewicht. Wenn man die Amygdala auf beiden Seiten entfernt durch eine Operation, gibt es massives Übergewicht. Ich kenne eine einzige Patientin, bei der das gemacht ist, das ist eine schreckliche Operation. Die hatte Epilepsie, die man nicht anders behandeln konnte. Da wurde auf den beiden Seiten die Amygdala entfernt und da ist dann auch Übergewicht entstanden. Dann gibt es Gendefekte. Das ist praktisch Hardware, heißt die Moleküle, die man braucht für den Brainpool, die sind irgendwo defekt oder fehlen. Die Grundausstattung im Gehirn funktioniert nicht. Und da gibt es ein paar Gendefekte, aber die kann man abzählen an zwei Händen. Das sind wirklich ganz seltene Fälle. Es gibt zum Beispiel Kinder einer pakistanischen Familie, da fehlt dieses Hormon Leptin, von dem ich sprach, was da satt macht. Das fehlt und das braucht man für einen guten Brainpull. Und bei denen ist das so, das sind Geschwister, die alle dieses gleiche Gen haben, diese Störung. Die gehen, wenn es was zu essen gibt, mit dem Messer aufeinander los und wollen sich das Essen wegnehmen. Und wenn die gegessen haben, dann haben die immer noch Hunger, als wenn sie 3 Wochen nichts gegessen haben. Das Leptin ist nicht da, was ihnen sagt, sei satt. Das heißt, das ist ein extremes Krankheitsbild und die Kinder, das war ein 9-jähriges Mädchen, das hat 100 Kilo gewogen. Aber das kann man wirklich zählen. Das sind ganz wenige Menschen auf dieser Welt, die so Einzelgendefekte haben. Das heißt, diese Hardware-Probleme, die erklären überhaupt nicht, warum so viele übergewichtige Menschen heute da sind. Anders sieht es aus bei den sogenannten Software-Problemen, also der Programmierung. Und da gibt es viele Ursachen dafür, dass eine Brainpool-Störung entstehen kann heutzutage. Und ein paar möchte ich hier an dieser Stelle erwähnen. Das geht schon im Mutterleib los, also pränatale Bedingungen, das pränatal heißt vor der Geburt oder perinatal um die Geburt herum. Wir wissen aus Studien, tierexperimentell, dass man den Brainpool vor der Geburt schon ruinieren kann durch Ereignisse in der Schwangerschaft. Es gibt eine Untersuchung, also bei Tieren ist das sehr gut gezeigt. Die werden dann irgendwie durch Stress behandelt, der Mütter. Da wird der Brainpool programmiert fürs Leben und ist gestört, sodass die Tiere dann hinterher dick werden oder Diabetes kriegen oder beides. Bei Menschen ist es auch gezeigt. Es gibt eine Kollegin in Kalifornien, die hat eine Studie gemacht. Da hat sie junge Männer untersucht, die waren ungefähr 20 Jahre alt. Und die hatten das Problem, dass deren Mütter in der Schwangerschaft einem Lebensstress ausgesetzt waren. Also Partnerverlust oder irgendwelche schlimmen Erlebnisse und in der Mitte der Schwangerschaft. Und diese Männer sind nachuntersucht worden. Und die hatten 20 Jahre später Brainpool-Störung, das heißt hohes Insulin im Vergleich zu Kontrollen. Das heißt, man kann sehr früh im Leben den Brainpool, die Programmierung des Brainpools stören, vielleicht sogar ruinieren. Das ist natürlich unglücklich, weil das vor unserer Geschichte liegt. Da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf. Das ist Vorprogrammierung. Das kann auch nach der Geburt passieren, zum Beispiel wenn die Mütter im Tierexperiment sich sehr um ihre Jungen kümmern, dann gibt es eine gute Mutter-Kind-Bindung, dann laufen die ihr Leben lang ruhig durchs Leben. Andere Tiere wurden von ihren Müttern getrennt, für die war das ein extremer Stress. Die sind, selbst wenn das nur 14 Tage war, diese Trennungsepisode, danach wurden die wieder zusammengeführt, das hat gereicht, um die Brainpull-Stärke zu stören. Und die laufen dann ihr ganzes Leben lang mit einem geschwächten Brainpull weiter. Schlimmer kommt es noch, diese Veränderung bei den Tieren wird in die nächste Generation weitergegeben. Und diese Störung ist, und das hat Michael Meany aus Montreal gezeigt, im Tierexperiment über 4 Generationen nachverfolgbar. Das heißt, wir haben hier Programmierungsprozesse, die um die Geburt liegen, also sehr früh im Leben, und bei denen der Brainpool gestört werden kann.
Gehen wir mal ins Erwachsenenalter oder Jugendalter. Hier kann ein psychologisches Trauma den Brainpool erheblich stören. Also zum Beispiel Gewalt in der Kindheit, also sexuelle oder körperliche Gewalt. Solche Traumatisierung führt typischerweise zur Depression, und zwar zu einer Form, bei der der Brainpool gestört ist. Auch hier haben wir Experimente in Lübeck gezeigt und das ganz klar gezeigt, dass Patienten mit atypischer Depression eine Brainpool-Störung haben. Dann nahrungsbegleitende, also Sie sehen, das ist alles Software, das ist erlebt, das ist nicht angeboren, sondern erworben. Programmierung. Dann nahrungsbegleitende Stoffe, Botschaften. Dazu ein Experiment aus einem Kindergarten, 1991 publiziert von einer kanadischen Gruppe. Die haben Kinder morgens begrüßt im Kindergarten, also 5 Jahre waren die etwa alt. Und zwar wurden die in einen Raum geführt, wo ein Buffet aufgebaut war, ein Frühstücksbuffet. Und in diesem dieses Frühstücksbuffet wurde in dem Moment eröffnet, als ein bestimmtes Kinderlied ertönte. Dann wussten die Kinder, aha, Kinderlied, jetzt geht's gleich los. Und das wird richtig trainiert, so wie der Pavlovsche Hund, der fing ja auch immer beim bestimmten Reiz an zu salbeln. Und das haben die mit den Kindern auch gemacht. Es gab da noch einen Gegensong. Wenn der kam, dann gab es kein Essen. Also die Kinder haben das nach 10, 14 Tagen sehr rasch begriffen und gelernt, wie der Pavlovsche Hund, also klassisch konditioniert, wann es was zu essen gab. So, und jetzt war eine Pause nach dieser Trainingsphase. Am 15. Tag wurden die wieder in den Kindergarten, aber diesmal in einen anderen Raum. Da bekamen die zur Begrüßung ein Rieseneis mit 3 Kugeln, große Kugeln, ja, Kanada. So, dann waren die satt. Nach diesen 3 Kugeln ging nichts mehr, denkt man. Dann wurden die wieder in diesen Raum geführt mit dem Buffet, den sie schon kannten. Dann gab es wieder diesen Song, der Essen verhieß. Und die Kinder haben gegessen, als wenn nichts gewesen wäre, als wenn von Eis überhaupt keine Rede gewesen wäre. Also auf die normale Sattheit durch einen Reiz, nämlich einen simplen Ton oder einen simplen Song, wurde die Sattheit übergangen. Wie beim Pavlovschen Hund. Das gleiche Experiment ist an Tieren durchgeführt worden von Gorica Petrovic. Das ist eine Forscherin, die genau diese Bahnen von der Amygdala zum Hypothalamus beforscht hat. Und die hat sehr genau durch Läsionsexperimente herausgefunden, welche Neuronen umprogrammiert werden. Und das sind genau die Neuronen der Amygdala, die für die Kodierung von Gefühlen zuständig sind. Die regulieren auch die Sattheit. Und sie hat genau gezeigt, welche Neuronen das sind, die LTP machen, also in diesen Lernmodus umspringen. Das heißt, wir wissen heute sehr genau, wie eine nahrungsbegleitende Botschaft, sei es ein Song, sei es ein Wort, sei es eine andere Botschaft, Sattheit gezielt umprogrammieren kann, also übergehen kann. So, nach diesen Softwareproblemen, die, denke ich, häufig sind, kommen wir nun zu den Falschsignalen, chemische oder mikrobiologische Falschbotschaften. Medikamente haben einen riesen Einfluss. Jeder weiß, Cortison macht dick. Cortison ist entzündungshemmend, wird bei Asthma oder Rheuma eingesetzt, ist wirklich eines der besten Medikamente, die wir haben in der Medizin, sehr wirkungsvoll. Aber es hemmt den Brainpool. Ja? Es ist ein Hormon, das wird vom Gehirn, der Befehl kommt vom Gehirn, wird aus der Nebenniere ausgeschüttet und ist ein Stresshormon. Und es zeigt eigentlich dem Gehirn an, wie der Brainpool aktiviert ist. Wenn wir das jetzt von außen geben als Medikament, als künstliches Cortison, dann denkt das Gehirn, es muss den Brainpool zurückfahren. Und das tut es auch. Und dann nehmen wir zu. Also das weiß jeder, wie viele Kilo man unter Cortison zunehmen kann. Es gibt andere Medikamente, die Falschbotschaften enthalten. Dieses Medikament, Sulfylharnstoff, wird in der Diabetestherapie häufig eingesetzt. Eine Zuckertablette, das ist ein chemisches Molekül, das sieht aus wie ATP, sieht aus wie Energie, ist aber keine, ist nur ein Molekül, hat keine Energie. Und dieses Molekül bindet an die Fühler, die Energiefühler im Gehirn und täuscht vor, da sei Energie. Das Hirn denkt auch prima, alles in Ordnung, es ist aber nicht in Ordnung, es ist wirklich nur Chemie. Und ändert dann sein Essverhalten und jeder Kliniker weiß, wie viel Kilogramm
jeder Patient mit dem Medikament zunimmt. Also es gibt Medikamente, die den Brainpool stören. Cannabis, weiß jeder, entspannt, macht Appetit. Valium macht dick, Opiate auch. Die Liste ist eigentlich noch länger. Ich habe hier nur die aufgeführt, wo richtige Studien zu durchgeführt worden sind, doppelblind und kontrolliert. Wie ist das mit Süßstoffen? Ein Süßstoff, ein nicht kalorischer Süßstoff, ist auch ein Falschsignal, also ähnlich wie ein Computervirus. Da gibt es Tierexperimente, da hat man den Tieren entweder richtigen Zucker gegeben, das heißt Energie, die süß schmeckt, oder ein Süßstoff. Ein Süßstoff ist ein Falschsignal, ein Fake, denn der ist nur süß und hat keine Energie. Also diese Tiere, die waren schon verwirrt, denn deren Gehirn hat immer gedacht, wenn der Süßstoff kam, ja, wo bleibt meine Glucose? Ich habe alle Speicher geöffnet, da ist jetzt die ganze meine Glucose ist abgespeichert, aber ich selbst kriege nichts ab. Und diese Tiere waren irritiert und die sind mit dieser Irritation, dieser systematischen Täuschung durch die Forscher so umgegangen, dass sie gelernt haben und haben gesagt, ich esse einfach mehr. Und dann bin ich immer auf der sicheren Seite, ob nun Süßstoff oder echt, ich habe es immer sicher. Das heißt, der Süßstoff auf einer höheren Ebene ist ein Täuschsignal, was zur Umprogrammierung führt und das ist experimentell von Davidson gut gezeigt. Und Computerviren können Computer stören, aber es könnte auch sein, dass echte Viren, also biologische Viren, unseren Brainpool stören und dafür gibt es einige experimentelle Anhaltspunkte und das ist ein Hot Topic, was wir in Lübeck verfolgen. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass wir fündig werden, aber wenn wir ein Virus finden, was den Brainpool stört, dann wäre das eine bahnbrechende Entdeckung. Also manchmal muss man auch auf eine Karte setzen in der Forschung, auch was Riskantes wagen. Stellen Sie sich vor, die Übergewichtsepidemie sei durch ein Virus, so ähnlich wie AIDS, ja, so ein langsames Virus verursacht, dieses Ausbreitungsmuster auf dem Globus ähnelt einer Virusepidemie. Das haben Epidemiologen gesagt. Also stellen Sie sich das nur vor, es wäre ein Virus, dann könnte man vielleicht impfen. Aber das ist alles Utopie. Es ist ein Projekt in der Forschergruppe. Wir haben eine Vision, möglicherweise ist da was dran, aber das können wir experimentell untersuchen. Also die Liste ist lang und jetzt, wenn der Internist, morgen zum Beispiel feststellen will, Insulin ist hoch, Brainpool-Störung, müsste er diese Liste abarbeiten und ein Therapiekonzept zusammenstellen, was genau auf diese Ursachen geht. Hier wird man nicht viel machen können, aber bei der Programmierung kann man versuchen, rezuprogrammieren, umzulernen, eine Konditionierung rückgängig machen beispielsweise, durch Werbung oder so. Medikamente kann man absetzen oder durch neutrale ersetzen. Wenn einer immer 3 Liter Cola Light trinkt, dann kann man da auch drüber sprechen. Bei Viren wird sich das zeigen. Also Sie sehen, das ist ein Forschungsfeld, was eigentlich jetzt am Anfang steht. Und wir müssen systematisch diese Ursachen genau erforschen, um zu sagen, wo liegen die eigentlichen Störungen von Übergewicht. Also ich komme nun zum Ende. Und Sie sehen, wenn die Störung hier im Gehirn liegt, kann es nicht mehr selber anfordern und es kommt zum Stau in der Lieferkette. Wie gesagt, die Arbeit habe ich nicht allein gemacht, sondern da steckt eine Riesengruppe dahinter, die erfreulicherweise, und dafür nochmal herzlichen Dank an die DFG, mit großen finanziellen Volumen gefördert wird. Viele Projektleiter, die habilitiert Professoren sind, Lehrstuhlinhaber, viele wissenschaftliche Mitarbeiter und Support-Staff. Und denen möchte ich an dieser Stelle auch herzlich danken. Und zum Schluss möchte ich Ihnen nochmal ein Brainbow-Bild zeigen von unserem Nobelpreisträger Roger Zien. Sie sehen hier die Astrozyten in verschiedenen Farben, ja, diese Schwämmchen hier. Das sind die Versorgungszellen und hier sind die Nervenzellen, die Neuronen. Das waren die, die bei mir lila waren. Die sind hier in wunderschönen bunten Farben dargestellt. Wenn Sie weiteres Interesse haben an dem Forschungsgebiet, dann können Sie natürlich gerne Originalarbeiten lesen auf Englisch oder so. Wir haben auch noch was aufgelegt. Können Sie auch gerne was mitnehmen, einen Aufsatz dazu. Aber Sie können auch von mir einen Sonderdruck deutsche Arbeiten anfordern. Wenn Sie Selfish Brain in Google eingeben, kommen Sie auf unsere Homepage. Da ist ein Bottom, mit dem Sie kurz anschreiben können. Ich schicke Ihnen dann einen Sonderdruck.
Oder es gibt einen Wikipedia-Beitrag, den ich freigegeben habe, also sehr genau geprüft habe, der ist autorisiert. Da können Sie das auch gerne nachlesen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.